So, guten Morgen, willkommen zurück zu Klonk Endeavor. Ich freue mich drauf. Entschuldigung, musste mich kurz räuspern. Oder so ähnlich. Ah, jetzt habe ich mein Mikrofon wieder nicht lauter gemacht. Ich habe es für das Together Dungeon Lords leise gemacht. Es war bei Alarmstufe Rot schon zu leise. Also, keine Ahnung, ob es zu leise war. Hab's nicht angehört, die renderten Folgen. Dabei habe ich die schon gerendert. Warum habe ich schon das so wenig... Achso. Ich render ja noch Video und Stein. Oh Gott. Bitte das alles abtransportiert, das dauert ja ewig. Und kommt mir jetzt bloß nicht. Kauft doch eine Lore. Mein ernsthaft. Wie soll ich da eine Lore durchkriegen? Die backt mir doch überall rein. Durch jede Wand. So. Ja, und in Trichtertal liegen angeblich doch noch Gold, nur irgendwie Stein! Oder den 20 Milliarden Stein begraben, da werde ich später mal nachschauen. Heute keine Lust, ich werde hier jetzt erstmal wegen gemütlich. Oh Gott, das alles abtransportieren. Komm schon, nimm den Stein auf. Und ich muss noch einen Stahlbetonbunker bauen. Den muss ich, glaube ich, aber so bauen, dass die Erde oben drüber ist, weil sonst geht er wahrscheinlich irgendwann kaputt. Der Stahl, wenn da zu viele... Boah, ich kann die halt nur von da unten nehmen, ist so kacke. Der drauf fällt. Stellt sich natürlich auch noch die Frage, wie genau bringe ich den Stahl da oben hin, ne? Das ist auch so eine gute Frage. Gute Frage, nächste Frage, aber ich glaube, ich weiß schon einen Weg. Ach, ich habe noch einen Brettsbrocken. Oh. Und nein, ich werde keine eigens erstellten Missionen spielen. Nein, ich werde auch keine Battle Maps spielen oder sonstige Erweiterung Maps. Nein, vergiss es, Shadow. Vergiss es, habe ich gesagt. Sofort. Hm. Wenn du es nicht vergisst, dann, keine Ahnung, scheiße ich dir in deinen Briefkasten. Wenn du einen Briefkasten... Hey, du solltest da eigentlich stehen bleiben. Eigentlich ist ja eigentlich kein Wort, ne? Ja, jetzt soll ich das alles da einzeln reinlegen. Oh Gott. Moment, wir machen das mal ganz anders. Wir bauen nämlich doch lieber mal wegen was. Und zwar ein Hochofen, habe ich mir gedacht, und ein Kraftwerk und eine Chemiefabrik und... Naja. Hochofen. Wir fangen an mit... Oh, eine Werkstatt? Ich glaube nicht, ne? Ich brauche nur die drei Gebäude, denke ich mal. Sägewerk, ja, bei dem ganzen Holz sowieso, ja, total. Dann fangen wir an mit dem Kraftwerk. Muss ich ja, dann der Hochofen und dann die Chemiefabrik. Die braucht 3 Stahl und 6 Holz. Nee, nicht du, du. Was haben wir denn da so im... Ich hab... Wann habe ich das? Ach, das habe ich, glaube ich, gekauft, ne? Hm. 1, 2, 3. Dann das alles. Lehmklumpen brauche ich momentan noch nicht. 3. Flüssiggranit oder hält es auch Dings auf? Ich habe keine Ahnung, ich denke aber mal nicht. Bauauftrag. Oh Gott, da muss ich ja alles damit. Oh. Nee, oder? Kann ich nicht da hinsetzen? Doch, kann ich dahin. Da muss ich da alles mit Stahl dicht machen. Ah ja, muss ich den Stein alles automatisch? Gut. Noch ein Stein, jawohl. Wie kann er da durchlaufen, ohne Zeug aufzunehmen? Erklärt mir das jetzt bitte mal jemand. Den grab besser ich aus. Das endet sonst doch nur wieder in einem Desaster. Ernsthaft, wie kann er da durchlaufen, ohne irgendwas aufzunehmen? Das kann ich auch nicht. Ich würde es aber gern können. Warum ist die KI schon wieder schlauer als ich? Die KI ist hier nicht so schlau. Wirklich nicht.
So, naja, können wir nachher noch die Kohlen holen oder so. Würde ich ja eh brauchen. Und dann Stahl, sehr viel Stahl. Er holt ja den Stahl schon mal selbst, das ist schon mal gut. Ich muss hier... Oh Gott. Hochofen. Nee, Kraftwerk. Chemiefabrik. Und dann hinten vielleicht den Hochofen, dann... Keine Ahnung, wie ich das baue. Schauen wir mal. Lass ich mich selbst überraschen. Oh, Überraschung. Ich habe total Scheiße gebaut. Hey. Damit hätte niemand gerechnet. Gut, trotzdem werde ich, glaube ich, nicht alles Erz verarbeiten, sondern gelegentlich mal ein bisschen was verkaufen. Ich könnte natürlich auch ganz viele Kohle und Erz kaufen und Stahl verkaufen. Obwohl, ich brauche ja noch mal Kohle. Ne, Moment. Ich brauche ja... Ich weiß nicht, wie lange hält so ein Kraftwerk. Obwohl, würde ich immer noch Gewinn machen, wenn ich pro Schmelzvorgang eine Kohle bräuchte. Ah, jetzt habe ich gedacht, das Ding hat keinen Strom. Weil da so ein Blitzzeichen drauf ist. Hallo. Ich habe definitiv zu viel SimCity gespielt. Oh, Blitzsymbol, das hat keinen Strom. Gleich mal 20.000 Stromleitungen hinlegen. Kraftwerk daneben bauen. Ja, so ein Kohlekraftwerk mitten im Wohngebiet, das hat doch was. Da ziehen die Leute hin, man muss nur die Steuern auf Null setzen, dann geht es. Steuern auf Null setzen ist sowieso immer eine gute Idee. Also zumindest, wenn man unendlich Geld hat. ich meine natürlich diesen komischen Bug hat den, damit man Maximum Geld hat. Kennt ihr das? Ich spiele SimCity und habe plötzlich diesen Bug, dass ich unendlich viel Geld habe. Okay. So, nun bauen wir einen Hochofen. Der braucht erstmal dreimal Holz. Da wir Holz ja hier nicht irgendwie finden können. Habe ich schon einen Leitungsbausatz gekauft? Nee. Okay, kaufen. 1, 2. Und wie viel Holz habe ich gesagt? Stein. 6. Boah, wie dieses Spiel mich schon wieder ärgert. Wir müssen jetzt 6 Steine hier nehmen. 6 Steine, kapiert? 6. Total lustig. Ja. Oh Gott. Aber das Schöne ist, wenn man mit Headset spielt, die Ohren werden schön gewärmt. Das ist eine schöne Sache, du. Echt schön. So. Wir graben mal nicht hier, oder wohl graben wir hier, habe ich gleich noch später einen Eingang fürs Gold. Wenn ich mal wieder Geld brauche. 1, 4. Was ist das? Das ist ein Zapfnetz, oder? Ja, es ist ein Zapfnetz. Netz. Ein Zapfnetz. Netz aus Bienen oder so, aus Wespen. Das werden wir uns dann gleich auch mal holen. Apropos, warte mal, Moment, kaufen. Ich kann keinen Schwefel kaufen, sehe ich das richtig? Ja. Gibt's irgendwo auf der Karte Schwefel? Was glaubst du, Ich habe nämlich jetzt gerade so eine Befürchtung. Was ich? Das sind Steine, warum explodieren die zur Hölle? Es ist hier nämlich gar kein Schwefel gibt und deswegen doch da unten ist. Boah, wollt ihr mich verarschen? Echt mal. Das ist doch Verarsche hoch 10. Wisst ihr, wie tief ihr mich da reingraben muss? Okay, muss ich da sowieso. Ach, ich baue einfach mal eins, das passt schon. Ein paar super Tieflins regeln das schon. Das Zapfnetz grabe ich auch gleich mal aus, sicherheitshalber. Ah, es fällt runter, gut.
So, Zapnetz bringt Geld. Netz. Oh, was habe ich heute mit meinem Netz? Ich habe ein Internet. Oh, ich bin auf den Punkt gelandet. Übrigens habe ich erfahren, dass man, wenn man so Eier nicht verkauft, sie irgendwann auch in der Hütte ausschlüpfen. Ist das nicht toll? Also jetzt so richtig toll. Weg. Nein, geht doch weg. Ich bin noch nicht fertig mit meinem Stahlbetonbunker. Geht weg. Es soll doch weggehen. Muss ich nochmal schauen, wie genau ich den baue. Nein, hör dir auf. Pfui. Aus. Schluss jetzt. Es reicht. Da gibt's heute aber keinen Nachtisch, du. Da gibt's heute keinen Nachtisch, das sage ich euch. Ihr kriegt mal sowas von keinen Nachtisch. Ne? Hochofen. Ach, schön, dass man die Gebäude halb in die Luft stellen kann. Wo kommt das jetzt her? Was machst denn du? Ich will's gar nicht wissen, was du da gerade machen willst. 1, 2, 3. Hallo? Ach nein, das braucht ja Holz. Okay, aktivieren wir 1, 2, 3. Nu aber. Genau. Kannst du denn jetzt. Denn. Wo willst du da immer hin? Ach, jetzt muss ich den Scheiß auch noch selbst an die Baustelle bringen. Weil die KI immer wieder zu dämlich ist. 4, 5, 6. Oh Gott, hoffentlich kriege ich da jetzt nochmal das Zeug wieder raus. Ja. So, jetzt noch die Steine. Die Steine! Ah, jetzt sind sie da zu weit weg, ne? Ja. So, nur aber. Nee, wo, kein Baumaterial mehr. Und ja, ich habe einen zweiten Klon und könnte jetzt gleich noch irgendwo, wo auch immer, die Dings hinsetzen. Chemiefabrik. Da war doch da ein schöner Ort, oder? So auf dem Gold. So reich, ich habe mein Fußboot aus Gold. Werde ich aber noch nicht tun, denn erstmal soll der noch irgendwie gefördert werden und zweitens brauche ich erstmal ganz viel Stahl und momentan bringt mir das Ding noch überhaupt nichts. Ich brauche erstmal Stahl und muss da oben alles dicht machen. Weißt du, wie mache ich das am dümmsten? Baue ich da einfach eine Mauer und schütt Flüssigkraton. Schütt wie ein Flüssigkraton nahe, ja. Deutsch 1. Aufstehen. Aufstehen 1. Du setzt dich wieder hin, du Spasti, ey. Ich bin gefallen an diesem Wort. Das will ich öfters benutzen. Wie egal. Oder. Keine Ahnung. Was weiß ich. Zum Beispiel nur, also das waren jetzt bloß zwei Beispiele. Okay, das waren jetzt mehr als zwei Wörter, aber was soll's. Warum braucht mein Strom überhaupt kein Haus? Hm? Mein läuft der Rechner mit dem Internetanschluss und ohne Strom. So, wir speichern bei der Gelegenheit mal. Und Honka hat dann gedacht, seine Aufnahmetaste umzulegen. Ja, da guckt er, wa? Da geht ihr jetzt gleich mal los und spendet mir einen ganzen Haufen Geld. Spastis. Ah, schönes Wort. Krieg Siedlungspunkte, hey. Sobald ich 1 Million habe, habe ich gewonnen. Oh Gott. Das wäre doch auch mal eine schöne Herausforderung. Erreiche hier 1 Million Siedlungspunkte. Vielleicht gehen gar nicht so viel. Es gehen nur 999.999, du Noob, ey.
Nein, geht weg! Ich bin noch nicht fertig! So, jetzt war noch ein Leitungsanschluss. Energieleitung. Warte mal, nein, du sollst nicht springen. Ist die Leitung da anschließen? Hä? Willst du mich verarschen? Ach, der Hochofen braucht keine Leitung, oder wie? Sag mal das doch mal jemand. Guck, ist bloß ein Argument, das ist doch logisch. Hallo? Oh, jetzt habe ich den Scheiß verkauft! Sehr gut, sehr gut. Ich kaufe den ganzen Scheiß wieder. 25 waren es davon, glaube ich. Und davon, na gut, davon habe ich im Prinzip genug. Ich wollte es doch rauslegen und ich verkaufe es erstmal, jawohl. Ich habe schon gewundert, hey, wieso habe ich denn da jetzt nichts liegen, hey? Ja, so ist gut. Naja, nicht ganz, aber... Passt schon, mach einfach weiter. Ignorieren und weitermachen. Jetzt werfen wir erstmal ganz viel Zeug rein. Kann ich von hier auch noch reinwerfen? Jawohl. Und von hier? Jawohl. Und wenn ich jetzt umgedreht mache? Jawohl. Bei näherer Überlegung sollte ich vielleicht mal da unten was hinlegen. Also dahin bauen. Irgendwas. Das werfen wir gleich wieder rein. Da, ich möchte einen größeren Stahlträger. Mach wieder größere. Ah! Jetzt kommen da gleich zwei. Der eine war wahrscheinlich schon da. So. Nee, dich werfe ich mal in die Richtung und dich in die und dich in die. So. Ja gut, jetzt kriege ich erstmal so ein paar Stahlträger. Hallo? Hallo? Ah, jetzt. Was dauert denn da? Ich springe immer wieder zielgenau gegen diesen Punkt. Toll, habe ich das Kraftwerk auch reichlich umsonst gebaut. Und jetzt mal schauen, wie baue ich denn das jetzt am dümmsten? Ist sicher erstmal. Also. Ich müsste hier alles abstützen, also fange ich am besten da an, baue da rüber und. Ja, schön dann vielleicht noch ein Granit oder so drauf. Ich muss mir ja auch noch eine Ausgangsmöglichkeit lassen. Nach links bitte. Gut, gut, gut. Sieht gut aus. Gut, sehr gut. Äußerst gut. Und diese Führung, ah, wie gerade. Ach, schön. Jetzt kann ich da halt nichts runterschmeißen, muss immer den langen Weg gehen, aber was soll's. Was soll's? Ich hab'n Scheit Holz. Aus Stahl, ja. Ich hab Stahlholz. Das ist Stahlwolle. Nur härter. Ich hab'n Pullover gestrickt aus Stahlwolle. Will den jemand kaufen? So, jetzt werfe ich das Stahl noch weiter weg, weil ich es einfach drauf hab. Ja, mal, hab ich euch nicht gesagt, ihr sollt verschwinden? So geht's. Ja gut, das Eisen wird mir nicht so schnell ausgehen, glaube ich. Also, ich nehme es einfach mal an und ich heile mich bei der Gelegenheit mal. Zur Not, ich kann es wieder einkaufen. Zur Not, ich kann es mir in die Hand schieben. Zur Not, ich kann die Missionsziele, glaube ich, auch ändern. Lauf! Oh. Tschüss!
Ein Stein auf großem Pfad. Gut. Ja, ich muss da jetzt leider weggraben wieder. Also sonst komme ich da nicht weiter. Ach, muss ich auch nicht. Eins nach links will ich noch. Und auch, es ist gut, dass ich so weit da vorne hingestellt habe. Und gut, dass ich mein Erz so weit hintergeschmissen habe. Mein Stahl. Ja, zwischen Erz und Stahl geht es einen massiven Unterschied. Genauso wie der Begriff Eisen im Prinzip schwachsinnig ist, denn es ist kein Eisen, was da verwendet wird. Denn Eisen rostet extrem schnell. Würden wir zum Beispiel Autos aus Eisen bauen, würden die innerhalb kürzester Zeit vollkommen verrosten. Also, oder alles andere, was aus reinem Eisen ist, beziehungsweise rein gibt es ja gar nicht. Also, man hat ja immer noch minimal Verunreinigung drin, aber ja, das würde halt sofort rosten. Oder in dem Moment, wo es praktisch mit Luft und Wasser zusammenkäme, würde der Vorgang starten. Ich möchte bitte gerade stehen. Deswegen kommt da noch Kohlenstoff mit rein, dadurch wird das dann hart. Ach ja, übrigens, das Eisen ist auch sehr weich. Ja, ich weiß, das interessiert gerade niemanden, aber ich erzähle es halt einfach mal. Also das kann man sogar mit der Hand formen. Stahl hingegen ist dann theoretisch härter, kommt drauf an, was für ein, ne? Und auch wie dick, ne? So 4er Stahl, das ist jetzt nicht so beeindruckend. Also wenn es so normaler Stahl ist, so Billigstahl halt. Bei Gussstahl sieht es dann vielleicht wieder ein wenig anders aus, aber ich rede hier jetzt von Normalstahl. Wollte ich mal so am Rande erwähnt haben. Oh, das habe ich jetzt aber schön hinbekommen. Ne? Damit habt ihr nicht gerechnet. Ah ja, wenn ich das so baue, brauche ich gar keine Wanne, weil ich sollte so eine Wanne bauen, hat Dings gemeint Shadow, aber das brauche ich dann gar nicht, weil da kann es nicht ablaufen und hinten kann es dann auch nicht ablaufen und brauche ich gar keine Wanne. Oh, ich hätte vielleicht lieber da zumachen sollen und dann da hier offen, naja. So, und ich weiß auch nicht, aber...